Moin, sind meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zum Video. In diesem Video werde ich euch erklären, was wann kommt. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade diese Seite aufgemacht und ich dachte mir, alles klar, ich mache einfach mal direkt ein Video davon. Genau, so, ich werfe mich jetzt mal selber auch hier mit euch zusammen ins kalte Wasser. Ja, genau, wir wissen ja, Patch 9.1 erscheint am 30. Juni. Und jetzt werden wir mal reinschauen, was wann kommt, ne? Am Launchtag die ersten drei Kampagnenkapitel in Cortia kommen. Im Schlund könnt ihr neue Inhalte finden. Torghast wird um eine neunte Ebene erweitert. Ihr könnt voraussichtlich bis Ruhmstufe 43 leveln. Wer mit einer Ruhmstufe kleiner als 40 in Patch 9.1 startet, sollte durch Aktivität noch schneller aufholen können. Die Belohnungen aus Mystic 1 sind nicht mehr verfügbar. Venari wird keine Saison 1 Socke und Medien Upgrades mehr verkaufen. Der Erfolg Spitzenreiter Graf Denarius, ich wollte gerade sagen Graf Dracula, das ist nicht mehr verfügbar. Ja, in Woche 2, also ab dem 7. Juni, die zweite Mystic-Saison startet und die PvP-Saison startet. Der neue saisonale Affix gequält. Wird dann ab Mythisch plus 10 aktiv. Die Raid-Instanz Sanktum der Herrschaft öffnet im normalen und heroischen Modus. Der neue Weltboss erscheint. Morghess? Ja, mal schauen. Ich bin ja schon gespannt, was er so alles droppt. Ne? Werden wir vielleicht auch nochmal gleich noch ein Video zu machen. Der neue Mega-Dungeon öffnet seine Pforten, wie das hier so schön steht. Ne? Also der wird dann halt aufgemacht. Freue mich auch schon fern drauf. Ich werde jetzt die Tage nochmal auf den PTR gehen und dann einen schönen Guide davon machen. Ne? Ruhm-Obergrenze bis Stufe 46. Das vierte Kapitel in Cortia ist dann verfügbar. Und damit auch die Freischaltung fürs Fliegen. Torghast wird um eine zehnte Ebene erweitert. Und die Schatzkammer belohnt euch ein letztes Mal mit Saison 1 Beute. Okay. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, aber es ist okay. Ne, nehmen wir so mit. Ob das auch für die PvP-Saison gilt? Wahrscheinlich. Alles klar. Was kommt ab dem 3., den 14. Juni? Für den Raid ist nun die mythische Schwierigkeitsgrad, der mythische Schwierigkeitsgrad zur Verfügung. Und der erste LFR-Flügel kommt. Die Schatzkammer belohnt euch nun mit Saison 2 Beute. Ich denke mal, da wird dann die erste Saison 2 Beute kommen. Ne, das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Torghast wird um die 11. Ebene erweitert. Das 5. Kapitel in Cortia ist verfügbar. Und voraussichtlich könnt ihr bis Stufe 49 euren Ruhm leveln. Ja, genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ganz, ganz kurzes Update. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ach nee, Moment. Ich habe eine Gilde gegründet auf BlackRock Horde-Seite. Wir suchen aktuell noch für unseren Heroisch Raid-Kader, für Mythic Plus und für PvP. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.